So, zum Thema zurück. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, es ist wirklich erstaunlich, es wird in der Öffentlichkeit so dargestellt, als ob eine Lösung für das Anliegen der Flüchtlinge am Oranienplatz gefunden worden sei. Ich frage mich, ich frage Sie, Frau Senatorin Kolat, Herr Senator Henkel, natürlich auch Herrn Wobereit, der jetzt nicht gerade im Raum ist, welches Problem ist denn nunmehr gelöst worden? Erst am Montag hat die SPD-CDU-Koalition im Innenausschuss einen Antrag der Linken zur Aufhebung der Residenzpflicht zwischen Berlin und Brandenburg abgelehnt. Die Aufhebung der Residenzpflicht ist eine wichtige, berechtigte Forderung der Flüchtlinge. Eine Forderung, sehr geehrte Damen und Herren, bei der man auch auf Landesebene etwas machen kann. Das Land Brandenburg hätte mitgemacht und es hätte das Land Berlin nichts gekostet. Auch andere Anträge der Opposition zur Verbesserung der Rechte von Flüchtlingen haben sie ebenfalls abgelehnt. Ich sage nur, Arbeitsverbote, Winterabschiebestopp, Flughafenverfahren oder Integrationskurse für Flüchtlinge. Große Reden werden geschwungen, Versprechungen wurden gemacht, insbesondere von der SPD, aber ihre Politik hier im Haus sieht ganz anders aus. Jetzt präsentieren Sie mit großer Geste die vermeintliche Lösung für den Oranienplatz. Aber nur die Lampedusa-Flüchtlinge können eventuell von diesem Ergebnis profitieren, weil sie noch nicht registriert sind. Sogar das ist zweifelhaft. Sie sollen Duldungsbescheinigungen erhalten. Aber es gibt keine Aussage über die Geltungsdauer der Duldungen. Viele andere Flüchtlinge gehen vollends leer aus. Ihnen bleibt nur die Abschiebung oder die Illegalisierung. So ist es ja auch kein Wunder, dass die Mehrheit der Flüchtlinge diese Scheinlösung ablehnt. Ich möchte die Bemühungen von Integrationssenatorin Kolat in keiner Weise kleinreden. Natürlich auch Dank an Frau John. Aber die ursprüngliche Einigung wurde offensichtlich gekippt, weil Herr Henkel nicht an einer einvernehmlichen Lösung interessiert war. Weil der regierende Bürgermeister seine Richtlinienkompetenz nicht nutzen wollte. Ja, wo war und ist denn der Innensenator abgeblieben? Falls ich richtig informiert bin, war kein Vertreter, keine Vertreterin der Innenverwaltung an den Gesprächen beteiligt. Zumindest nicht der Innensenator selbst, auch nicht der zuständige Staatssekretär. Fühlt sich der Innensenator nicht auch zuständig? Sieht er seine Aufgabe nicht darin, Probleme zu lösen und den Frieden in unserer Stadt zu bewahren? Will er keine politischen Lösungen? Soll wieder einmal die Polizei das Versagen der Politik ausbaden? Es sind weitere Gespräche notwendig, um eine akzeptable Lösung zu erreichen. Der Senat muss deshalb weiter am runden Tisch teilnehmen, einschließlich der Innenverwaltung. Zuvor muss es aber eine ernst gemeinte, einheitliche Staatslinie geben. Es müssen alle offenen Fragen, Gültigkeitsdauer der Duldung, Aussicht auf Umverteilung nach Berlin, Aufhebung der Residenzpflicht, Berlin-Brandenburg, Teilnahme an Deutsch- und Integrationskursen, Zugang zur Existenzsicherung, genauer zeitlicher Ablauf der Einigung, menschenwürdige Unterbringung und weitere Fragen geklärt werden. Herzlichen Dank.